Es gibt einen guten Trick, um mit einem Polarisationsfernseher den Splitscreen pro Spieler auf Vollbild zu ziehen. Es geht anscheinend auch bisher nur mit Polarisation. Es sei denn, man hat einen Shutter-TV, der diese Technologie beherrscht, wie der bald kommende Sony-Fernseher oder eher Monitor in 24 Zoll Größe. Ich habe jetzt hier ein Spiel im Splitscreen. Oben und unten, jedes Fenster für den anderen Spieler. Und was man dann tun muss mit Polarisationsfernseher, ist eigentlich nur eine von diesen, beziehungsweise zwei von diesen Brillen, ich habe da schon einige vom Kino gesammelt, auseinander zu pflücken und dann jeweils ein Brillenglas tauschen mit der anderen, sodass pro Brille jeweils eine Person nur die linken und die andere Person nur die rechten Bilder sieht. Und so kann man das dann schön zu zweit im Fullscreen zocken. Darauf stelle ich jetzt einfach mal den Fernseher um, sage ihm jetzt, er soll mir das Bild teilen, oben unten. So, ja. Jetzt sieht man eigentlich nur den Matsch. Aber wenn man sich dann nämlich jetzt hier so eine Brille nimmt, ich habe jetzt noch keine bearbeitet, aber man wird es trotzdem sehen. Also hier sehe ich dann jetzt zum Beispiel nur den, das ist ein bisschen schlecht zu halten. Dem Bild, also mit dem Brillenglas, sieht man dann halt nur die Äusche. Sehr, sehr geil. So, zwei Brillen sind nun auseinandergepflückt, wie man sieht. Jetzt müsste man die Gläser tauschen, aber Achtung, also jeweils hier das rechte oder linke oder da. Also so, dass man zwei gleiche Augen hat. Aber sehr wichtig ist, diese Brillengläser dürfen nicht gedreht werden. Und zwar, ich demonstriere das mal. Das ist jetzt, wir schauen jetzt praktisch auf die Brilleninnenseite und das ist die Brillenaußenseite. So, ich habe jetzt hier mal das Dashboard und man sieht dort oben zum Beispiel die Anzeige der Uhr, Datum, wenn ich jetzt das Brillenglas richtig rum davor halte, wird dies ausgeblendet. Man sieht halt nur den Teil für dieses Auge. Falls ich das jetzt aber umdrehe, funktioniert dies nicht mehr, egal wie man es dreht und wendet. Es funktioniert nur so rum. Also ganz wichtig, das darf nicht einfach jetzt so rumgedreht eingelegt werden. Das funktioniert nicht. Würde besser passen, aber es funktioniert nicht. Also so rumgedreht einfügen. Man muss dann halt jetzt nur noch aufpassen, da man ja sieht, dass die Form natürlich jetzt nicht mehr ganz passt, es aber innerhalb des Rahmens liegen muss. Natürlich schauen, dass man dann noch hier und da mit der Schere ein wenig nachhelft, dass es in den Rahmen reinpasst. Ist dann vielleicht ein klein wenig wackelig, aber man kann das mit ein klein wenig mit einem Tröpfelchen an Kleber sozusagen fixieren und dann funktioniert das Ganze auch. Nun ist es vollbracht. Ich habe zwei vollständige Splitscreen-Brillen gefertigt. Also direkt mal testen. Ich habe ein geteiltes Bild oben und unten. Gehe eben das durch. Dann nehme ich die eine der beiden Brillen. Man sieht hier den Typen auf beiden Brillengläsern. Ich bewege ihn mal kurz, damit man hier auch meine anderen Orte hat. Ich stelle mich jetzt einfach mal so auf die Brücke. So, vielleicht besser zum Auseinanderhalten. Mit jedem Brillenglas sehe ich jetzt nur die Sicht des Typens. So, dann nehme ich jetzt die andere Brille. Und mit dieser
sehe ich dann jetzt nur noch das Vibe. Beziehungsweise, das ist jetzt die Sicht des zweiten Spielers. Und so kann man dann gemütlich an einem Fernseher im Fullscreen zu zweit spielen.